Also beim Kyung war es eine schwere Verletzung, das heißt, den mussten wir tatsächlich von Anfang an, der kam mit Unterarmgehstützen, ganz langsam an die Belastung wieder gewöhnen, bis zur Platzreha haben wir das begleitet und dann an den Flo Böckler übergeben, Athletiktrainer. Genau, haben Abschlusstest gemacht vor einem Monat und jetzt nochmal und der ist wirklich super drauf, gute Ergebnisse erzielt. Natürlich mit Kopf voran, Steffen Wiemann ist ein Top-Team. Kenne alle Trainer hier, weil ich hier sehr oft war und Top-Atmosphäre. Man hat gehört, ich habe hier schon einen Trimedic-Bonus. Ja, ist natürlich nicht schön, aber ich war zweimal verletzt, dann noch eine längere Zeit. Mit Corona konnte ich dann noch ein paar Spiele machen, das war gut für mich, aber ich hoffe, dieses Jahr bin ich mehr am Platz als im Trimedic. Man sieht, er hat gut gearbeitet, auch in der Pause jetzt. Hat eine der besten Ergebnisse der Mannschaft jedenfalls erzielt bei meinem Test. Die anderen habe ich jetzt noch nicht überblickt. Genau, wir hoffen, dass wir beide nicht mehr sehen müssen diese Saison, dass wir verletzungsfrei durchkommen und wünschen ihnen alles Gute. Aber es sieht auf jeden Fall als Saisonstarttestung gut aus für beide. Klar, vor allem wenn man jetzt nicht viel zum Zug kam, nicht viel Spielanteile hatte, dann ist man hochmotiviert, dass es in der nächsten Saison besser wird und sieht super aus und wir hoffen, dass sie ihre Spielanteile bekommen. Erstmal den Fans einen anderen Marco zu zeigen als letzte Saison, das war nicht mein Anspruch. Auch vielleicht mal ein Tor schießen, das wäre nicht so schlecht. Und nee, dass wir die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, wie eine ruhige Saison hoffentlich haben, nicht so wie letztes Jahr, wo wir extrem zittern mussten und dann freue ich mich auf die Zukunft.